Wenn ein wunderschöner Tag, wie bestellt, das ist schön. Und ich glaube, wir haben heute einen lässigen Tag. Gibt es da irgendwo Sorgen von eurer Seite her, wo wir noch irgendetwas besprechen müssen? Dann schauen wir das nachher noch einmal geschwind an. Ah, das ist sehr schwer. Also, jetzt mal zu mir schauen, Ali. Gut, sehr gut. Und hier am Schluss noch ein bisschen leiser. Hitch, habt ihr ein Gutschein für die Gäste? Die letzte ist meistens weiss. Alles mit dem Abmann, das ist ein Wettbewerb. Komm bitte lächeln, schön zu mir schauen. Nein, dort ist das Messer. Genau, nein, du hast. Genau. Du musst dich dann verteilen. Jetzt haben wir ganz auf dem Holzweg. Liebe Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Landamme, sehr geehrter Herr Regierungsrat, geschätzter Herr Nationalrat und Ständerat, werter Herr Altbundesrat Hans-Rudi Merz, sehr geehrte Kantons- und Gemeinderäte, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber OK-Präsident, geschätzte Vertreter von Stiftungen, liebe Sponsoren, Medienschaffende, Waldstädterinnen, Waldstädter und Gäste. Gemeindepräsident von einer Gemeinde, die während der Amtszeit jubiliert, ist nicht selbstverständlich. Darum bin ich fest der Meinung, dass die Personen, die Waldstadt von Hillisau getrennt haben, vor 300 Jahren extrem mutig waren. Vor 300 Jahren ist man sich bewusst gewesen, dass eine eigene Gemeinde etwas kostet. Kürzere Wege und Volksnähe ist viel wichtiger gewesen als das Geld. Das Argument könnte auch heute noch überzeugen. Waldstadt glaubt an der Zukunft und baut darum auf Holz. Der Gemeinderat ist klar der Meinung, dass die Zukunft so aussehen könnte, dass man auch die wohnen, wo man auch arbeitet oder umkehrt. Waldstadt entwickelt sich laufend. Die Städte am Wald war ein Bauerndorf. Aber schon damals hat man, oder relativ früh, hat man in der Landwirtschaft auf Technik gesetzt. So ist die erste Zentrifuge der Schweiz in der Waldstadt gestanden. Die Industrialisierung mit Webereien, Stickereien und natürlich mit dem Holzbau hat sehr früh Einzug gehalten. Die Waldstadt ist schon sehr lange eine Holzhochburg. Das erste Elementbauhaus oder Fertighaus der Schweiz, wie man es dort mal genannt hat, ist bei der Firma Bodemann in der Waldstadt erstellt worden und ist 1964 an der Expo in Lausanne ausgestellt worden. Also, wenn Sie eine intakte Landschaft erleben und Holz in vielen Facetten sehen wollen, besuchen Sie den Holzweg in der Waldstadt. Herzlichen Dank. Danke vielmals.
Wir möchten herzlich willkommen heißen, den Altbundesrat, den Herrn Merz. Herr Gemeindepräsident, sehr verehrte Damen und Herren. Ich gratuliere eingangs der Gemeinde und allen Einwohnerinnen und Einwohnern zu dem würdigen Jubiläum. Alles hier in der Waldstadt ist irgendwie gemietet und stabil. Behörden sind bürgerfreundlich, sie sind geerdet und sie haben musterknabenhaftige Züge. Sogar der Streit mit Herisau vor 300 Jahren um die Abgrenzung ist damals gewaltfrei geschlichtet worden. Das finden wir heute auf der ganzen Welt nie mehr. Und mein Wunsch für die Zukunft von euch als Waldstädter wäre schlicht und einfach, bleibt euch selber treu. Vielen Dank, Herr Merz, für die Worte. Holz verbindet. Sei es auf dem Bau, bei Objekt oder wie bei dem neu entstandenen Pavillon, wo der Emma Kunz und Hermann Blomer zusammenbringen tut. Zwei grosse Waldstädter Persönlichkeiten. Holz fordert manchmal heraus und lässt aber auch Sinn erleben. Es hat verschiedene Strukturen, es schmeckt, es verzaubert und es ist durch seine einzig optische Einzigartigkeit eben einzigartig. Der Rundweg ist übrigens nicht nur zum Erfahren, Entdecken oder Staunen geeignet, sondern trainiert gleichzeitig auch schon Fitness. Ich selbst bin in einigen Stellen schon mehrmals ganz schön aus der Puste gekommen. Wir sind hier im Appenzellerland mit ein paar Hügeln und das spürt man. Danke vielmals. Bevor wir jetzt den Holzweg auch feierlich noch eröffnet, ist es unser grosses Anliegen, der Untergruppe vom OK, der Gruppe Holzweg, plus den fleissigsten Helfer, die sich beteiligt haben, auch nochmal ganz herzlich Danke zu sagen. Ihr alle habt in den letzten Wochen und Monaten einen ganzen Haufen dazu beigetragen, dass wir jetzt bald überhaupt auf den Holzweg gehen können. Und für das gehört euch ganz ein herzliches Dankeschön, ganz einen grossen Applaus von allen hier und wir hoffen, dass ihr selber auch Freude habt, wenn ihr den Holzweg mal könnt ablaufen könnt. Merci vielmals. Ihr werdet jetzt, wie gesagt, den 300er Marsch hören als Uraufführung. Auf den Weg, entdeckt den Holzweg. Viel Vergnügen und ganz einen guten Tag. Adi miteinander. Genau, ja. Ja,
Ein riesiges Stück. Ja.